Servus ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir bei mir im Garten, also es ist nur ein kleiner Garten. Und ich hatte es ja schon mal angesprochen, dass der Plan ist, dass wir nächstes Jahr den Garten etwas umgestalten und ein Gewächshaus bauen wollen. Und zwar, wir möchten nächstes Jahr etwas mehr Nutzpflanzen, essbare Pflanzen, Gemüse, Obst und sowas. Und dafür müssen wir jetzt ein paar Vorbereitungen treffen demnächst. Also wie wir das alles gestalten wollen. Ich habe da auch einen Plan gemacht. Und ich möchte euch erst einmal den Garten vorstellen, so wie er bis jetzt ist. Entschuldigt das Chaos, aber wir hatten letztens hier einen Sturm, da ist einiges durcheinander geweht worden. Und die Kinder, ihr wisst, wie das ist. Also, kommt mit! So, da hinten ist ein Flugzeug, wenn ihr es also rauschen hört, der ist der Schuldige. Aber jetzt mal zum Garten. Und zwar hier in der Ecke, dieses Trümmerfeld war mal ein Gewächshaus. Ein ganz kleines, das habe ich mal gebaut, ist aber im Sturm zusammengefallen. Das kommt komplett weg. Und hier am Rand, wo dieses ganze Durcheinander ist von allen möglichen Nutzpflanzen bis hin zu dem Komposthaufen, Eimer, da werden alles Beete angelegt werden. Und hier auf der Seite vom Garten, also das ist jetzt schon vom Garten fertig, haben wir eine Seite, wo auch so eine schmale Reihe ist, wo im Moment schon viele Obststräucher stehen. Die wollen wir auch behalten, aber vielleicht zwischendrin, wo noch ein bisschen Platz ist, sollen noch ein paar Gemüse und andere Obstpflanzen hinkommen. Der Rest vom Garten sieht ungefähr so aus, dass wir hier so eine Rutsche haben mit Schaukel. Und das ist im Prinzip hier schon alles vom Garten. Hier geht es weiter. Und da bin ich jetzt hier, stehe ich mit meinen Füßen rum. Die Wiese an sich wollen wir erstmal so Wiese lassen. Aber hier auf der Seite, also hinter der Schaukel im Prinzip, was sind das hier, 3x4 Meter, also 12 Quadratmeter vielleicht. Da wollen wir wahrscheinlich solche Art von so Kastenbeete hinmachen, weil der Rasen hier im Prinzip eigentlich wenig genutzt wird von den Kindern, von uns schon mal gar nicht mehr im Moment. Und deswegen wollten wir diese eine Hälfte vom Garten mit Beeten ausstatten, dass wir da unsere Sachen anpflanzen können. Das nächste, was wir noch vorhaben, ist hier über dem Nebengebäude. Das ist eine Terrasse. Da gehen wir jetzt gleich mal hoch. Und die möchte ich nämlich als Gewächshaus umbauen. Also, lass uns mal hochgehen. So, die letzten Stufen gemacht. Und das hier ist die Terrasse. Die haben wir früher zum Grillen benutzt. Jetzt grillen wir aber unten, haben wir auch ein schönes Plätzchen überdacht. Und hier soll dann ein Gewächshaus hinkommen. Dazu würde ich diese grünen Balustraden abmachen, aber in einer ähnlichen Konstruktion das Ganze bis nach oben zum Dach hinziehen, sodass diese drei Seiten hier erstmal komplett zu sind, Ausnahme von der Tür natürlich. Und hier, wo diese Öffnung ist zum Nachbargarten hin, möchte ich es auch noch nach oben ziehen. Und dann könnte man hier dann, wächst noch ein Baum, der kommt auch noch weg. Und dann könnte man nämlich hier viel mit Blumentöpfen und mit Blumenkästen arbeiten, wo man dann Tomaten pflanzt und andere Sachen. Vielleicht ein paar kleine Hochbeete, die nicht so schwer sind, weil unten drunter ist ja noch das Nebengebäude. Und da, ich weiß nicht, wie stabil die Decke ist, wenn man da jetzt ein paar Tonnen Erde drauf macht. Von daher erstmal klein anfangen. Das muss ja auch noch begehbar sein. Genau, also, das ist erstmal hier so dieser, das Gewächshaus. Das wird dann wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres gebaut werden. Und ich gehe jetzt nochmal nach unten und erzähle euch dann genau, was der Plan ist. So ihr Lieben, ihr habt ja jetzt gesehen, die Nutzfläche, die wir zur Verfügung haben, ist nicht sonderlich groß. Im Gewächshaus sind es wahrscheinlich so 10 Quadratmeter vielleicht. Und hier unten ist es auch nicht viel mehr, sodass wir vielleicht insgesamt auf
25 bis 30 Quadratmeter Anbaufläche kommen könnten insgesamt. Das ist natürlich zum Selbstversorgen viel zu wenig, aber man muss irgendwo einen Anfang machen und das sind halt nun mal jetzt die Gegebenheiten, die wir hier vorfinden. Wir haben das Ganze die letzten Jahre schon so ein bisschen sporadisch genutzt. Hauptsächlich hatten wir solche Obststräucher. Da haben wir ein paar, wir haben also Himbeeren, Blaubeeren, Johannisbeeren, was man halt so hat, Stachelbeeren. Der Stachelbeerstrauch, der ist super, der wächst jedes Jahr sensationell gut. Wir haben da sehr viele. Wir haben auch jetzt Wein angepflanzt. Wir haben also in der Einfahrt, die ist überdacht, haben wir drei Weinreben, die dieses Jahr schon richtig gut Weintrauben gegeben haben. Das soll hoffentlich so weitergehen, aber wir wollen jetzt noch ein bisschen mehr mit anderen Sachen anfangen, mit viel Gemüse und sowas. Da haben wir uns einen Plan erstellt, habe ich ja eben schon mal erwähnt gehabt, wie man da so vorgeht, also zumindest wie wir vorgehen wollen. Also wir hatten uns erstmal überlegt, den Anbauplatz. Welche Möglichkeiten haben wir? Wie sieht das aus? Wo sind die Stellen? Gibt es da Sonne? Ist da Schatten? Also wir haben hier im Nachmittag auf der Seite von dem unteren Beet haben wir immer viel Sonne. Die Terrasse ist natürlich auch, beziehungsweise das Gewächshaus wird ganz gut besonnt werden. Also das von daher sollte das darin gut wachsen. Dann müsste man sich überlegen als zweiten Punkt, wo kommt was hin? Wo wollen wir was anpflanzen? Abhängig davon, ob es Licht oder Schatten braucht. Und dann war die wichtigste Frage, was wollen wir überhaupt pflanzen? Es macht ja keinen Sinn, irgendwelche Sachen anzupflanzen, die nachher keiner von uns isst. Deswegen hatten wir uns schon mal zusammengesetzt, ein bisschen Brainstorming gemacht. Das esse ich gern, das hätte ich gerne, ist das umsetzbar? Und so sind wir da, Entschuldigung, und so sind wir da halt eben an die Sache rangegangen. Als nächstes steht auf dem Plan, einen Aussaatplan zu erstellen, wo wir gucken, zu welchem Zeitpunkt muss irgendwas ausgesät werden, weil nicht alles wird im Januar oder Februar ausgesät, also das besteht also noch darin, dass wir uns einen Zeitplan erstellen müssen, so eine Art Kalender, wo wir dann eintragen, okay, die Chilis jetzt im Januar, die Tomaten im März beispielsweise und ob wir das zuerst noch drin aussehen müssen oder ansehen in Töpfen, dann nachher rauspflanzen und wie das alles läuft. Dann war die Idee gewesen, dass wir versuchen, die Beete möglichst das ganze Jahr über zu benutzen. Sprich, wenn die Ernte war und der Platz ist frei, soll da wieder was Neues hin, was halt dann später angesät werden muss. Dass wir versuchen, ganzjährig, also von Frühling bis spät in den Herbst hinein, alle Beete möglichst effizient zu nutzen, weil wir wenig Fläche haben. Dann sollte man noch darauf achten, habe ich mir sagen lassen. Ich bin noch kein Experte, wie gesagt, ich fange jetzt zum allerersten Mal so ein Gartenprojekt an. Ich muss alles noch lernen, ich bin sozusagen noch, kann man das sagen, als Gärtner grün hinter den Ohren, weil grün ist ja eigentlich gut, den grünen Daumen. Ich weiß nicht, ob ich ihn habe. Bis jetzt habe ich einen Daumen, die Farbe wird sich noch rausstellen. Dann habe ich mir sagen lassen, dass man alle zwei Jahre oder jedes zweite Jahr was anderes in den Beeten pflanzen muss, wegen den Nährstoffen und sowas. Und jetzt die Vorbereitung, die jetzt noch aktuell im Winter vonstatten gehen, ist erstmal den Garten einigermaßen wieder ordentlich zu bringen, auf Vordermann zu bringen. Vielleicht schon mal die ersten Sachen anfangen zu bauen, also die Beete vorbereiten fürs neue Jahr. Möglicherweise noch ein bisschen Nährstoffe einarbeiten in den Boden. Mal gucken, wie wir das alles hinkriegen. Und wir hatten schon mal überlegt, nochmal, welche Sachen haben wir denn schon und welche wollen wir noch haben. Also ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel von Sachen, die wir schon haben. Wir haben Erdbeeren, viele Wilderdbeeren, wir haben Himbeerstrauch, Johannisbeeren, Blaubeeren, schwarze Johannisbeeren, wir haben einen kleinen Apfelbaum, der aber noch nichts getragen hat, den haben wir dieses Jahr erst eingepflanzt. Und Wein. Wein läuft gut. Was wir noch haben wollen dann fürs nächste Jahr sind Sonnenblumen, Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, Kürbis, Tomaten, Paprika, Chilis, Gurken, Kohlrabi, Karotten, Salat, Bohnen, Rotkraut und Erbsen. Das sind alles Sachen, die wir gerne essen. Wir wollen jetzt nichts anpflanzen, was keiner von uns isst, nur damit wir es angepflanzt haben. Das war jetzt erstmal so der grobe Überblick für das, was euch jetzt demnächst noch auf diesem Kanal erwarten wird. Wird dann irgendwie bald losgehen. Spätestens im neuen Jahr werden dann die ersten Ansaat-Videos
erscheinen mit ein paar Tipps, die ich euch dann hoffentlich geben kann. In diesem Sinne, macht's gut und ciao mit Ö!